Sie hat vor 5 Jahren Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Sie hat seitdem 5 Alben veröffentlicht und sie hat nicht 4 Tourneen gemacht seitdem. Sie gehört zu Recht zu den absoluten Superstars der Schlagermusik. Begrüßen Sie aus der Schweiz Beatrice Egli, meine Damen und Herren. Was meine totale Sympathie hat, ist, dass du absolut für diese Schlagermusik stehst. Wir hatten vor einiger Zeit Florian Silbereisen hier, der tut das ja auch. Du stehst wirklich für diese Musik ohne Wenn und Aber. Was hat der Schlager in deiner Jugend für eine Rolle gespielt? Oder was hat diese Musik, was andere Musik für dich nicht hatte? Es hat sich ja viel verändert in den letzten 5 Jahren, aber als ich bei DSDS war, hieß es, ich wollte mir nur Deutsch singen. Und für mich war halt diese deutsche Sprache als Teenie das Schönste in deutscher Sprache, mein Liebeskummer zu überwinden, die ersten auszugehen und zur Musik zu tanzen, die ich verstehe. Also nicht auf Englisch, sondern wirklich Deutsch. Und meine ersten Konzerte waren Schlagerkonzerte und dann hat es mich gepackt und ich wollte nie was anderes. Seit ich 9 bin, wusste ich, ich werde Schlagersängerin. Und das hat ja auch geklappt. Jetzt gab es aber wahrscheinlich noch eine Phase in deiner Kindheit, in deiner Jugend vor allen Dingen, wo die anderen andere Musik gehört haben und du dich vielleicht ein bisschen geniert hast. Nee, geniert habe ich mich nicht. Du warst vorn weg. Aber gab es ein Gefühl, dass du mal, oder gab es eine Situation, wo du mal so ein bisschen Außenseiter warst? Ich glaube, ich habe es auch geliebt, Außenseiter zu sein. Ich habe es nie als was Schlimmes gefunden. Also ich fand es immer toll, wenn ich CDs mitgebracht habe und keiner hat die gekannt. So, wer ist denn Bruno und Bruna? Wer ist Michelle? Was machen die Kastenroter Spatzen denn hier? Und so. Und ich fand das toll, denen dann das zu zeigen, was es für Musik gibt. Und hatte damit überhaupt keine Probleme. Und wenn es Probleme gegeben hätte, hatte ich noch 2 ältere Brüder, die denen dann schon gesagt haben, ihr habt damit kein Problem. Das ist ja ganz spannend, weil in der Kindheit und Jugend ist man ja nicht so stark wie später, wenn man irgendwie anders ist als die anderen. Ray, du als Musiker, gab es in deiner Jugend oder wem auch immer dich diese Frage gleich noch stellen möchte, gab es mal in deiner Jugend irgendwie eine Phase, wo du eine bestimmte Musik toll fandest und die anderen nicht? Oder so ein bisschen isoliert? Ich glaube, das Musik ist halt so ein Teil von deiner Identität und es ist auch dann schön, was Neues für dich zu entdecken, die vielleicht keiner anderer kennt, weil es ist dann ist deine Identität tatsächlich was Spezielles. Also du bist was Besonderes und anders. Und ich liebe halt anders. Ich fand immer so hinterher immer blöd und allein da stehen war immer gut für mich, habe ich das Gefühl. Und ich fand es, weil wir waren zu 10 zu Hause. Ich hatte schon einen Freundeskreis halt irgendwie so. Ich finde, dass der war, also zum Beispiel Neil Diamond liebe ich, gebe ich ganz gerne zu. Und dann gibt es halt so ein Joe Eli, könnt ihr alle einmal anhören, das kennt keiner, das war unsere erste Tour. Wir hatten, glaube ich, so ein irgendwas dazu und Escort war das. Eine Kassettenspieler und nur eine Kassette und das war Joe Eli. Das haben wir den ganzen Tour lang gehört. Und danach, ich glaube, es war leicht irgendwie so ein Mantra. Irgendwann war das Album hier drin und ich konnte es nie wieder rauskriegen, aber kann man echt gut anhören. Aber es gibt viele Musik, die ich habe, die keine kennt. Und irgendwie finde ich das auch schön, dass man das für sich entdeckt hat. Hat vielleicht, Michelle hat ja vielleicht persische Volksmusik gehört oder so früher, oder? Ist das jetzt schon wieder zu... Warum soll ich keinen Schlager hören? Nein, aber vielleicht, wir reden ja darüber, dass man zu einer ich Zeit war seines 5, Lebens... als ich hierher gekommen bin. Ja gut, aber trotzdem sucht man ich sich höre vielleicht... sehr gerne iranische Volksmusik, ja. Dann haben wir das ja auch. Und Schlager. Und Schlager. Ja. Costa Cordalis, Rex Gildo, Oi. Marianne Rosenberg, Beatrice Egli. Ey! Ich bin Schlager-Fan. Bata Illich, das war einmal in unserer Jugend. Ja, Bata Illich, der Mann mit den... Nein. Wen meinst du denn mit unserer Jugend? Hubertus und meiner. Es gibt niemanden, der gleichzeitig mit dir jugendlich war in dieser Runde. Ich war im Mainstream, ich war bei den Stones und das war irgendwie die Einzige. Aber das ist eine Weile her. So, die Beatrice kommt aus einem, das mag den einen oder anderen vielleicht noch interessiert, aus einem kleinen Schweizer Dorf. Und beim letzten Mal, als du hier warst, hast du noch bei den Eltern gewohnt. Ja, das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr so. Nein, ich bin ausgezogen, mache selber die Wäsche und koche ab und zu auch selber. Jetzt sind die Eltern aber ganz besondere Leute. Die Eltern sind, haben eine Metzgerei im Pfeffikon. Im Pfeffikon? Im Pfeffikon? Ja, das klingt alles so schön. Und du hast mal gesagt, in einem Interview, was ich ganz sympathisch fand, du bist es einfach gewohnt, dass deine Familie 365 Tage im Jahr arbeitet. Vater, Mutter, Geschwister.
Welche Persönlichkeit ist daraus entstanden? Welchen Schluss hast du daraus gezogen, dass du in so einem Familienunternehmen groß geworden bist? Ist da irgendwas passiert mit dir? Ja, ich glaube schon. Also wenn man in einer selbstständigen Familie aufwächst, dann heißt es einfach selbst und ständig arbeiten. Also wir hatten Ferienlager oder solche Sachen selten Zeit dafür gehabt. Und ich glaube auch, dass ich heute nach 5 Jahren in der Branche auch daraus sehr viel lernen konnte und mitnehmen konnte. Denn auch heute, wenn ich die letzten 5 Jahre zurückschaue, gab es wenige Tage, wo ich nicht gearbeitet habe. Jetzt gibt es übrigens eine Parallele zu Michel, der, glaube ich, in einer Hoteliersfamilie groß geworden ist. Selbst und ständig. Jeden Tag, 7 Tage die Woche, 4 Uhr morgens bis... Und wenn andere frei haben, arbeitest du noch mehr. An Wochenenden und an Feiertagen. Ja. Jetzt hat ja die Beatrice hat 70 Cousins und Cousinen. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. 70? Nur mehr? Ja, schon ein bisschen mehr. Und das geht aber eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Oder? Meine Mama hat 10 Geschwister, davon haben alle wieder so 6 Kinder. Okay, ja, gut. Und die waren alle mit ihren Ehepartnern aus erotischen Gründen häufig auf der Alm. Ja. Nee, die hatten einfach kein Fernsehen. Die hatten kein Fernsehen auf der Alm. Wann warst du zuletzt? Ich bin 72. Wann warst du zuletzt oben auf der Alm? Du bist ja immer wieder... Ja, ich versuche schon mindestens einmal im Sommer hochzugehen und zu schauen, was ist einfach für mich, wenn ich da hochkomme, es ist Erholung. Kind, ja. Ja. Wir haben jetzt, Bilder davon, es ist so wahnsinnig schön. Irre schön. Guck mal da, jetzt stellen wir uns das ja, wir Städter immer so romantisch vor. Und jetzt sehen wir hier, wie ist es wirklich? Bist du da... überfällt dich da eine Romantik? Bist du da still und ergriffen von der Landschaft? Ich bin, vor allem kommt man zur Ruhe, aber es ist auch viel Arbeit auf so einer Alm, auch als Kind. Hast du mit angepackt, morgens um 5, Kühe melken, dann Käse machen, dann die Kühe raus, ausmisten, dann wieder. Also schon auch viel Arbeit, ich habe das sehr geliebt und ich mache es auch heute, wenn ich da bin, immer gerne. Ich packe gerne mit an und auch im Sommer Heu reinzutragen. Für mich halt schöne Kindheitserinnerungen und vor allem auch bodenständige und urige. Also, musstest du aber weg, weil es ist wunderschön und gleichzeitig halt, du bist jetzt irgendwie so unterwegs und es ist weit, weit weg. Musstest du weg davon? War es dir zu klein? Ja, also ich merke auch jetzt, ich bin gerne mal da, aber ich brauche dann wieder die große Welt und auch die Bühnen. Und, also ich könnte nicht nur noch dieses Leben führen, aber der Ausgleich finde ich toll. Okay. Zur Bühne und dann auf die Alm, so dieses wirklich krasse Welten aufeinander, das liebe ich mittlerweile sehr und brauche ich auch für den Ausgleich. Und dann fühlt man sich richtig wohl. Und da sind wir nämlich schon beim Thema, weil du hast nämlich ein neues Album gemacht. Es ist immer ziemlich schwer, finde ich, einen guten Albumtitel zu finden, der mit einem Wort idealerweise alles zusammenfasst, was man irgendwie gerade so fühlt und ausdrücken möchte. Du hast es Wohlfühlgarantie genannt. Was brauchst du, um dich maximal wohlzufühlen? Ich brauche die Musik, die Bühne, mein Umfeld, sei es Familie, Freunde und auch mittlerweile natürlich auch mein musikalisches Umfeld und meine Leute um mich. Und ich brauche die Natur. Natur ist mir ganz wichtig. Was brauchst du, Bjarne? Um mich richtig wohlzufühlen? Mhm. Auch so eine Runde mit netten Leuten reicht mir völlig. Schleimer. Was würdest du sagen, lässt dich am besten in Wohlgefühl tauchen? Ach, da bin ich auch schon ein bisschen romantischer. Da kenne ich mich schon. Also meine Frau in der Nähe zu haben, ist schon ein sehr gutes Empfinden. Wenn ich weiß, den Kindern geht es wirklich gut. Ja, die müssen nicht in der Nähe sein, dann geht es mir schon gut. Ja. Und wenn ich dann noch an der Ostsee bin, ist es natürlich ein Traum. Ja, also insofern. Oh, es gibt so viel. Also wenn ich diese Bilder sehe, dann kriege ich total Sehnsucht. Ja. Ich brauche die Natur total. Also das ist etwas, was mich erdet. Da weiß ich wieder, da geht so viel weg von Blödsinn, unnötigem Zeug. Aber wohlfühlen, du hast es sehr schön gesagt, in einer schönen Runde. Aber ich mit Menschen, die warm sind, die offen sind, die was zulassen, die dich auch fordern und die auch schöne Dinge aus dir rauskitzeln, dann fühle ich mich wohl. Dann fühle ich mich wohl. Wir geben alle Bilder. Die Beatrice macht natürlich einen Song. Übrigens mit dem Album gleich mal in die Albumcharts auf Platz 2. Das muss man erst mal schaffen. Das ist mir immer ein Rätsel, wie man das hinkriegt. Das muss man ja vor allem gleich am Anfang. Letzte Woche rausgekommen, dann muss das gleich hoch. weil sonst kommt man da nicht mehr hin. In Woche 17 schafft man es irgendwie nämlich nicht mehr. Wir gucken mal ganz kurz rein in ein Video zum Song Verliebt, Verlobt, Verflixt nochmal. So schaut's aus.
du schaust gut aus im Hochzeitskleid. Ja. Eigentlich meine ganz gute, ist ja mal ganz toll, wenn man mal ein Hochzeitskleid anhat und es wird nicht ernst, gell? Ja, das ist toll. Totale Freiheit, oder? Ja. Das war toll. Ich habe es dann aber sehr gerne auch wieder ausgezogen. Ja. Ich verstehe nicht, wie man sich freiwillig da 24 Stunden drin aufhalten kann. Weil ich fand es immer so, oh, diese Schleppe hoch. Das, also ich fand, wenn ich mal heiraten werde, wird es ein bisschen unkomplizierter. Ehrlich? Ja. Aber es gibt es doch nur dieser eine Tag, der ein bisschen kompliziert ist. Da kann man sich doch Okay, ich bin eh dafür. Wenn ich möchte lieber so Liebesparty, jedes Jahr eine Liebesparty feiern. Das hat Heidi Klum auch gemacht, es hat nichts gebracht. Ja, aber ich könnte es auseinandergebracht. Jedes Jahr haben wir eine Eheparty gefeiert auf den Bahamas, oder? Hat überhaupt nichts gebracht. Aber vielleicht wird es ja bei mir was. Ja, okay, ich drücke dir die Daumen. Du hast ja schon mal einmal Ja gesagt, was ich so gut nachvollziehen kann. Du hast einen Heiratsantrag gekriegt? Hast du mal erzählt? Ja. Und hast Ja gesagt? Ja, man kann ja auch nicht Nein sagen. Nein, man will ja auch den Arm nicht versauen, oder? Das geht. Nee, Nein sagen. Man will also den Arm nicht versauen. Echt schwer, Nein sagen. Ich finde auch. Oder? Kann man am nächsten Tag immer noch abreißen. Ja, klar. Also, hast du auch gemacht, oder? Ja. Wow. Ja, klar, mehrmals. Ja. Echt jetzt? Ja. Oh, wie süß. Ich wusste, dass wir schon so viel gemeinsam haben. Jetzt das ganze teure Essen und so. Jetzt auch das haben wir gemeinsam. Der Henry Maske hat sich mit seiner Frau, glaube ich, selber verkuppelt. Ja, komm, hör auf. Das sind die schlimmsten Momente, die meine Frau noch in Erinnerung hat. Glücklicherweise ist der Start so schlecht gewesen, dass das danach alles einfach nur besser werden konnte. Und es wurde besser, aber es war ein gruseliger Moment. Der fiel mir nur gerade wieder ein. Im Trabi noch und auf der Autobahn und die ist schon rustikal. Und mehr muss ich nicht sagen. Nee. Es war einfach wirklich nicht emotional. Nee. Aber die Beatrice, die soll ja unbedingt unter die Haube kommen. Und deswegen habe ich gehört, dass es sogar Fans gibt, die dich irgendwie verkuppeln wollen. Oder da ist dir irgendwas passiert, oder? Ja, was jetzt? Hat da nicht so eine ältere Frau dich irgendwie verkuppelt? Ach so, Bella Italia, sie. Ja, ich war ja letzten Sommer in Italien, habe Italienisch gelernt und so einem ganz kleinen Dorf in Tropea. Und nach einer Woche wusste jeder, ach, die geht zur Uni immer, lauf immer den gleichen Weg. Da gab es so eine Nonna, ich natürlich immer, buongiorno, schön gegrüßt. Und dachte ich, ach, diese Kleine ist ja eine Süße. Und eines Tages fragte ich, komm doch hier, mangiare tutta familia. Ich so, schön, dann in die Familie gegangen, essen, fand das toll. Und hab dann irgendwann gemerkt, ja, der Grund, warum ich essen war, sie wollte mich mit ihrem Sohn verkuppeln. Da, schau her. Ja, also Essen war gut, aber weiter als zum Essen ging es nicht. Der Sohn nicht. Nee, das war dann nichts. Nee, es war kein Sahnehäubchen zum Dessert. Wurdest du schon mal verkuppelt? Von Freunden? Nicht wissentlich. Nee? Ja, wie nicht wissentlich? Naja, vielleicht wurde ich verkuppelt und weiß es nicht. Also, hat nicht geklappt. So. Ist ja auch wurscht, das Ergebnis zählt, oder? Ich hab eine Freundin und ich dachte immer, es hätte ich selber hingekriegt. Aber ich weiß es nicht. Die wurde mir zugeführt. Vielleicht wurde das von langer Hand geplant. Da ist doch Geld geflossen. Ja. Da ist doch Geld geflossen, ganz ehrlich. Ja. Und nicht zu knapp. Ja. Wahrscheinlich fließt das immer noch. Anders kann man sich manche Dinge nicht erklären. Also, wir sind uns sicher, du wirst es ohne finanzielle Hilfe schaffen. Irgendwann. Aber ich meine, jetzt momentan geht es ja auch gar nicht, oder? Ist schwierig, aber ich bin auch jemand, wenn ich denn eine Beziehung hätte, ich glaube, ich mache das so wie du, Barbara. Wie denn? Nicht zu viel darüber reden und einfach privat lassen. Ja, es gibt einfach irgendwie keine Alternative. Es sei denn, du nimmst Andreas Borani, für den du eine Schwäche hast, was ich auch gelesen habe. Ja. Dann müsst ihr damit an die Öffentlichkeit gehen. Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Meinst du? Nein, ich glaube nicht. Echt? Wir können euch ja mal zusammen einladen. Ja, aber wenn wir vielleicht gehen wir einfach mal zusammen, werden wir zusammen vorstellen. Ich komme mit. Und dann schauen wir einfach mal. Dann schauen wir mal. Ja, dann bist du mit Andreas plötzlich unterwegs, ne? Ja! Was steht als nächstes auf dem Programm bei dir? Ja, ich jetzt mit dem Album unterwegs und ab Ende Oktober gehe ich auf große Live-Tournee in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, da fängt man doch jetzt schon mal ein bisschen an zu proben, oder? Wäre besser, ja. Damit man seine ganzen, ja, aber ehrlich, findest du nicht, also wenn man seine neuen Songs singt und dann ist das ja noch nicht so richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Wie ergeht dir das, wenn du die neu zum ersten Mal oder zum dritten Mal dann irgendwie singst? Das ist eine aufregende Sache, oder? Ja, bei diesem Album war es für mich neu, weil ich wirklich das komplette Album schon auswendig konnte und so ins Studio gegangen bin. Deswegen habe ich mir auch so viel Zeit genommen, weil es mir eben wichtig war, die Songs schon so gut zu können, wie ich sie nach der Tour kann. Und jetzt endlich live mit Band sie zu spielen, da freue ich mich ganz besonders und es ist echt ein Spaß. Und es ist für mich aber auch dann nochmal eine Neuentdeckung, weil sie natürlich nicht so wie auf dem Album 1:1 gespielt werden, sondern wir neue Arrangements machen und neue inszenieren werden und da gehen wir jetzt gerade ran. Und es macht mega Spaß, weil dafür lebe ich, auf Tour zu gehen und genau das mal in der Jazz-Version zu spielen. Ja, das vielleicht jetzt noch eher nicht. Also das würde ich überlegen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen und wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Danke. Beatrice Egli, Wohlfühlgarantie.
Meine Damen und Herren, unser nächster Gast ist einer der Schauspieler, die ich